So, damit kommen wir zu unserem ersten inhaltlichen Block heute Morgen. Ich freue mich sehr, Professor Michael Isfeld begrüßen zu können zu dem Thema Erfolg, Zukunft und Grenzen der modernen Wissenschaft. Das klang gestern schon mal an, als wir die Trennung der politischen und wissenschaftlichen Sphäre besprochen haben. Das werden wir heute noch mal wesentlich vertieft bekommen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sie kennen vermutlich alle Michael Isfeld, aber trotzdem noch mal einige Punkte zu seiner zu seinen Stationen. Er hat Philosophie und Geschichte in Freiburg studiert, dann nach diesem Highlight gleich das nächste, Promotion an der Universität Münster, weitere Stationen ETH Zürich, Cambridge, Canberra, Habilitation in Konstanz, dann eine Professur in Köln und seit 2002 ist er Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne. Er gehört seit 2009 der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina an und seit 2021 sind wir Kollegen im Akademischen Beirat des Liberalen Instituts und last but not least, seit gestern ist er auch Mitglied der Hayek-Gesellschaft, das freut mich umso mehr. Und jetzt freue ich mich auf Ihren Vortrag. Bitte sehr. Ja, guten Morgen, vielen Dank. Ich muss Ihnen philosophische Kost zumuten nach dem Frühstück. Haben die versucht, mit ein paar PowerPoint-Folien aufzulockern. Werden sehen, ob das alles funktioniert. Und eigentlich möchte ich nur Bekanntes sagen. Das ist jetzt wieder die Erleichterung. Also es wird nicht zu schwer philosophisch. Nämlich nur auf etwas hinweisen, was Hayek Ende der 30er Jahre entwickelt hat, dann in den 40er Jahren weiterentwickelt hat und was irgendwie vergessen gegangen zu sein scheint. Nämlich der Punkt, dass die Wissenschaft meint der Science im Englischen noch mehr Naturwissenschaft, dass die naturwissenschaftliche Methode begrenzt ist und zwar ihre Grenzen hat dann, wenn es um das Denken und Handeln von Personen geht. Und wenn man diese Grenzen missachtet, kommt man in das, was Hayek Scientismus nennt. Und Scientismus ist dann die Idee, dass sie in den Sozialwissenschaften genau wie in den Naturwissenschaften verfahren können und eben auch menschliche Personen, menschliche Gesellschaften, dann entsprechend, wie man die Naturwissenschaften Laborexperimente macht, steuern können. Und das führt uns direkt in den Weg zur Knechtschaft. Und dasselbe ist auch aufgenommen worden von Popper, der war zu der damaligen Zeit auch bei Hayek, die haben sich begegnet. Und Popper hat das dann Historizismus genannt und vielleicht noch weiter verbreitet. Das Elend des Historizismus ist das Buch, das erst später erschienen ist und eben parallel zum Weg zur Knechtschaft, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, auch geschrieben, veröffentlicht 1944 zuerst, also am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Scientisten, also diejenigen, die denken, dass die menschliche Geschichte, die menschliche Gesellschaft genauso läuft wie naturwissenschaftliche Systeme, das sind halt die Feinde der offenen Gesellschaft. Und leider sind die uns heute wieder begegnet oder laufen unter, also natürlich nicht unter diesem Namen, sondern unter anderen Namen hier herum. Und deshalb möchte ich jetzt das bisschen in einen größeren Rahmen stellen, der uns zunächst zurückführt zu Descartes und dann enden wird bei der heutigen Zeit. Also Descartes ist halt der Beginn der modernen Naturwissenschaft. Ich habe jetzt hier den Discours de la Méthode herausgegriffen, die Abhandlung über die Methode, weil dort der berühmte Satz drinsteht, nous rendre comme maître et possesseur de la nature, also Wissenschaft soll dazu dienen, uns zu Herren und Besitzern der Natur zu machen. Und damit meint Descartes zunächst einmal die menschliche Natur, und zwar die Medizin. Und zwar aus einem ganz offensichtlichen Grund, 17. Jahrhundert, Mitte des 17. Jahrhunderts, die Pest wütete in Europa und hat zum Teil also bis zu 30, sogar 50% der Bevölkerung dahingerafft. Und wenn Sie jetzt schauen, was heute als Pest dargestellt wird, also Infektionssterblichkeitsrate 0,25% und gar keine Übersterblichkeit, dann sehen Sie schon daran, was für einen gewaltigen medizinischen Fortschritt uns die Wissenschaft gebracht hat. Nicht Pest im 17. Jahrhundert und was heute war und also
die Vergleiche sagen eigentlich schon alles aus. Und dann erst in einem zweiten Schritt auch die Verbesserung der Lebens, der weiteren Lebensumstände und die technische Entwicklung und die ja auch zu gewaltigen Fortschritten geführt hat. Nicht? Nehmen Sie wieder 17. Jahrhundert, also im Wesentlichen konnte ein Mensch das produzieren, was er mit seiner Muskelkraft erreichen konnte. 90% der Leute waren in der Landwirtschaft beschäftigt und es ging einfach darum, das tägliche Überleben zu sichern. Und wenn wir jetzt schauen, was für einen gewaltigen Fortschritt wiederum die Wissenschaft gebracht hat, nicht? Es sind vielleicht nur noch 5% der Leute in der Landwirtschaft beschäftigt. Und wir haben einfach durch den zunächst wissenschaftlichen, dann technologischen, dann wirtschaftlichen und damit verbunden auch sozialen Fortschritt, ist es einfach sehr vielen Menschen heute möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also die Freiräume, die man einsetzen kann, weil man nicht seine Zeit damit verbringen muss, das tägliche Überleben zu sichern, sind gewaltig größer geworden. Also das möchte ich jetzt nur in Erinnerung rufen als Vergleich. Und natürlich hängt das daran, das kommt ja nachher dann auch nochmal, dass wir Energie zur Verfügung haben in der dafür erforderlichen Menge. Und es kann nichts daran ändern, dass man Energie nie 100%ig effizient einsetzen kann. Also dass es immer etwas geben wird, was an die Umwelt abgegeben wird. Und die Frage ist halt, was man dadurch gewinnt, also in welchem Verhältnis die Sachen stehen. Und ich hoffe halt nicht, dass wir wieder daran zurückfallen, dass man sich um das tägliche Überleben kümmern muss. Also, Frage jetzt, ich bin Professor für Wissenschaftsphilosophie, also ist unsere Frage jetzt, wie geht das? Wie schafft das die Wissenschaft? Also wir sehen den Erfolg, der ist offensichtlich. Frage, worauf beruht er? Er beruht darauf, wie Descartes sagt, dass die Wissenschaft objektiv ist. Und objektiv heißt einfach ganz auf ihren Gegenstand bezogen. Sie sieht ab von jedem subjektiven Urteil. Das ist genau das, was den Schritt ausmacht von der antiken Wissenschaft, von der Scholastik hin zur modernen Naturwissenschaft. Abstraktion, Absehen von allem, was subjektiv ist, rein auf den Gegenstand bezogen. Descartes nennt das dann res extensa, weil es da um Ausdehnung und Bewegung geht. Bewegte Materie, die bezüglichen Fakten sind der Wissenschaft zugänglich, aber die Idee des objektiven Standpunktes, des Standpunktes von nirgendwo, von dem ich von meiner subjektiven Perspektive absehe, ist natürlich ein Ideal, das nur zu erreichen ist und nur annäherungsweise zu erreichen ist, indem man jeden Erkenntnisanspruch kritisch hinterfragt. Also der methodische Skeptizismus, methodisch, nicht im Sinne von Zweifeln, ob wir was erkennen können, sondern Zweifel an jedem, was als Erkenntnis präsentiert wird, das muss sich durch Kritik bewähren. Dadurch, dass man, Popper hat dann den Falsifikationismus stark gemacht, worüber man einiges sagen könnte, weil die Asymmetrie zwischen Verifikation und Falsifikation besteht nicht ganz so, wie Popper sich das gedacht hat, aber der wesentliche Punkt ist, sie gewinnen Erkenntnisse dadurch, dass sie jeden Erkenntnisanspruch gnadenlos der Kritik unterwerfen und insofern ein Erkenntnisanspruch der Kritik standhält, ist er bestätigt. Und wie Popper dann auch sehr schön zeigt, die Abschottung gegen Kritik ist das Ende der Wissenschaft. Also der erste Erfolgspunkt oder der erste Grund für den Erfolg ist rein aufs Objekt bezogen, was heißt, dass nur Fakten aufgedeckt werden und jeder Erkenntnisanspruch in Bezug auf die Fakten kritisch hinterfragt wird. Und wenn die Wissenschaft objektiv ist, heißt das natürlich, dass sie eine prinzipielle Grenze hat. Prinzipielle Grenze in den denkenden und handelnden Personen, die Descartes dann res cogitans nennt, weil genau in dem Fall kann man nicht mehr von dem subjektiven Standpunkt absehen, weil es dort genau um den subjektiven Standpunkt das Urteilen von Personen geht. Also Sie sehen hier das, was Hayek gesagt hat in den 1940er Jahren, das hat schon im Wesentlichen 3 Jahrhunderte vorher Descartes gesagt. Und die Wissenschaft hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Also was wir im 17., 18. Jahrhundert haben, ist der Fokus zunächst auf Ausdehnung und Bewegung, Bewegungsgesetze, universelle Bewegungsgesetze. Denken Sie an Newton, das Gravitationsgesetz, das erste Gesetz, was sowohl auf der Erde
als auch für die Himmelskörper gilt, also universell gilt. Dann hat das 19. Jahrhundert einen ganz wesentlichen Fortschritt gebracht mit der Statistik, weil wir die Anfangsbedingungen nicht immer kennen. Wir kennen die Gesetze, aber wir können nie genau bestimmen. Also ein gängiges Beispiel ist das Wetter nicht. Diese kleinste Änderung in den Anfangsbedingungen haben große Auswirkungen in den Ergebnissen. Wie man damit umgeht, das hat Boltzmann am Ende des 19. Jahrhunderts gelöst mit der statistischen Mechanik, nämlich eine ganz genaue Methode, wie man statistische Voraussagen machen kann. Und jetzt kommt schon die erste Warnleuchte dahin, man muss die Methode genau beachten. Nicht, sie wird heute angewendet in Modellen, aber Modelle sind keine Abbildung der Realität. Modelle hängen immer davon ab, wie sie die Anfangsparameter setzen und sie laden natürlich zum Missbrauch ein. Also mit Modellen, das kennen Sie auch aus dem aktuellen Kontext, je nachdem, wie Sie Ihre Anfangswerte setzen, wofür Sie immer ein Spektrum haben, können Sie zu ganz unterschiedlichen Voraussagen kommen und natürlich auch beliebig Katastrophenszenarien konstruieren. Und für die müsste dann zunächst ja auch einmal die Methode des Skeptizismus etc. greifen. Also hier müsste ich jetzt die erste rote Flagge setzen und so weiter. Das ist eine sehr erfolgreiche Methode, umzugehen mit Unkenntnis der Anfangsbedingungen. Aber Vorsicht, sie ist für Missbrauch anfällig. Und das steigert sich noch einmal im 20. Jahrhundert, da haben wir ein drittes Element, was hinzukommt, nämlich was es uns ermöglicht, mit neuartigen Eigenschaften umzugehen. Biologie beispielsweise. Kant sagte noch, den Newton des Grashalms kann es nicht geben. Im 20. Jahrhundert Watson Crick, Entdeckung der Molekularstruktur der DNA, hat es ihn gegeben, nämlich die Rückführung von neuartigen Eigenschaften, hier Beispiel genetische Eigenschaften, definiert über ihre Funktionen, über die Rolle, die sie für die Bewegung von Materie spielen, damit zugänglich werden der Intervention, wie im physikalischen Experiment. Sie können genetische Manipulationen machen, etc. Und diese Methode ist auch wieder im Prinzip unbegrenzt. Und jetzt kommt das Zweite. Jetzt sehe ich, meine Farbwahl ist sehr willkürlich. Jetzt müsste wieder was Rotes da stehen, also Warnung. Als Methode können Sie den Funktionalismus anwenden, auf was Sie wollen. Und das tun dann manche Sozialwissenschaftler und denken, sie sind dadurch wissenschaftlich. Aber das ist natürlich genau das Gegenteil, weil in dem Fall haben wir es wieder mit Personen zu tun. Und so kommt der Scientismus dann durch die Hintertür wieder rein, also vor dem eigentlich Descartes schon gewarnt hat, wenn auch nicht in diesen Worten, aber er kommt im 20. Jahrhundert wieder rein, einfach durch den Erfolg der Naturwissenschaften. Also die werden Opfer in gewisser Weise ihres eigenen Erfolges, weil dann die Frage ist ja, wenn das so gut für die Natur funktioniert, wenn wir sogar Krankheiten bekämpfen können, wenn wir sogar genetische Manipulationen vornehmen können, ja wieso sollte das dann nicht auch für Personen gehen? Und dann beginnt der Unfug, dass man die funktional definiert, dass man Social Engineering einsetzt, also denkt, man kann jetzt, also wie man Engineering für unbelebte Materie macht, auch Gesellschaften steuern, weil es ja für die unbelebte Materie so gut funktioniert. Aber bei der Steuerung von Gesellschaften spätestens dann kommen Ziele hinein. Und zwar nicht externe Ziele, die jemand setzt. Also wenn ich medizinischen Fortschritt haben möchte, ist das Ziel von außen gesetzt. Also Gesundheit verbessern, energieeffizienter machen etc. jetzt für die Gesellschaft. Woher kommt die Norm? Woher kommt das Ziel? Die Wissenschaft kann es uns nicht sagen. Sie kann es prinzipiell nicht sagen, weil sie Erfolg gerade dadurch hat, dass sie sich auf Fakten beschränkt. Durch die Trennung von Objekt und Subjekt kommt der Erfolg, aber das heißt prinzipiell, dass Ihnen Wissenschaft keine Normen liefern kann. Die Normen kommen aus uns selbst. Jetzt mache ich einen Sprung zu Kant, weil Kant das, denke ich, dann deutlich besser als Descartes hinbekommt. Die Normen können nur aus uns selbst kommen. Und zwar aus uns selbst, weil wir frei sind. Also ich habe hier ein Zitat aus Kants Erkenntnistheorie, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, wo Kant sagt, wenn uns Erscheinung gegeben ist, also mit Erscheinung meint er Sinnesdaten, eben Sinneseindrücke, Eindrücke von der schönen Sonne, die jetzt hier abgeschirmt ist, etc., so sind wir noch ganz frei, wie wir die Sache daraus beurteilen wollen. Und dasselbe gilt für das Handeln. Weshalb? Weil in dem Moment, wo Sie denken und handeln, sind Sie Rechtfertigungen unterworfen. Wenn es hier wieder stürmt und von dem Gebäude ein Stein herabfällt und mir auf den Kopf fällt,
dann ist das halt etwas, was geschieht. Aber ich kann den Wind nicht verantwortlich machen. Ich kann auch die Katze nicht verantwortlich machen oder verurteilen oder sagen, das soll sie nicht tun, wenn sie die Maus quält, bevor sie die tötet oder so etwas. Also das geht nicht. Aber wenn, so wie ich mit Menschen, mit Personen zu tun habe, frage ich nach. Also wenn jemand einen Stein von dem Dach wirft, ist er dafür verantwortlich. Wieso tut er das? Er muss Gründe geben können. Und der Punkt, der Kant macht, ist, dass nichts, das einer Person einfach vorgegeben ist, qua Sinnesdaten, qua Begierden, Bedürfnisse als solches, ein Grund für eine Handlung sein kann. Deshalb nicht, weil es ein rein kausaler Vorgang ist. Es kann als Entschuldigung dienen. Also wenn ich jetzt, also sagen wir, es wäre verboten, hier etwas zu trinken, jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich aber Durst, weil ich hier einen Vortrag halte, jetzt muss ich was trinken, bitte entschuldigen Sie. Also ich kann nicht in Begierden, Sinnesdaten, wenn ich hier irgendwo ist ein See, den ich vielleicht nachher mir auch nochmal ansehen will, wenn Sie einen Stab da hineinstecken, erscheint der gebrochen. Jetzt können Sie sagen, der Stab ist gebrochen, aber es ist ja nicht wirklich, Sie können das, die Sinnesdaten können die Entschuldigung dafür sein, dass Sie sie zu einem fahrlässigen Urteil verleitend haben, dass sie nicht fällen würden, wenn sie drüber nachdenken würden. Aber die Gründe kommen aus ihnen selbst. Also, weil wir, wenn jemand denkt und handelt, das kennzeichnet eine Person, beurteilen wir sein Verhalten nach Gründen. Die Gründe können nicht vorgegeben sein. Keine bewegte Materie kann als solches den Status eines Grundes haben. Und deshalb, so würde ich sagen, weil wir Gründen zugänglich sind, sind wir frei, weil wir selbst etwas als Gründe setzen. Also damit möchte ich nur kurz sagen, die Freiheit im kantischen Sinne, und ich denke, das ist der richtige Weg, ist an Vernunft gebunden und an Normativität. Es ist nicht zufälliges, willkürliches Handeln, sondern es ist Handeln nach Gründen, für die man auf Verlangen einstehen muss. Und damit haben wir eine andere Sphäre, damit haben wir einen anderen Bereich. Das ist kein Bereich von Fakten, sondern ein Bereich von Normen, also kann man sagen, der Raum der Gründe, metaphorisch, nicht? Und jetzt könnte ich das, um wieder auf mein Thema zurückzukommen, das kantische Zitat ja etwas abwandeln und sagen, genauso sagen, wenn wissenschaftliches Wissen verfügbar ist, so sind wir noch ganz frei, was wir daraus für unser Handeln machen wollen, weil das wissenschaftliche Wissen als Faktenwissen keine Normen vorgeben kann. Punkt 1 und, Entschuldigung, Punkt 2, die Freiheit, also wenn unsere Urteile frei sind, weil wir etwas zu einem Grund für ein Urteil machen, gilt das natürlich auch für die wissenschaftliche Theoriebildung selbst. Also die Freiheit ist Voraussetzung für Wissenschaft. Also es ist völlig unsinnig, wenn jetzt ein Wissenschaftler vor einigen Jahren, als die FAZ noch eine Zeitung war, die ich auch geneigt war zu lesen, was seit 2 Jahren aus guten Gründen nicht mehr der Fall ist, gab es da eine Debatte, wo Neurowissenschaftler behauptet hätten, sie hätten freien Willen widerlegt. Das kann nicht sein, weil für die Theorie, dass sie etwas gefunden haben in der Neurowissenschaft, für die Theoriebildung, für die Begründung der Theorie der Freiheit vorausgesetzt ist. Was diese Wissenschaftler getan haben, ist, dass sie uns aufgeklärt haben über Dinge, die uns hindern an der Entfaltung von Freiheit. Also ich würde in dem Fall, ist meine Reaktion immer, ich bedanke mich. Also jetzt habe ich gesehen, dass ich durch etwas, also Psychoanalyse durch etwas Unbewusstes beeinflusst sein kann, ich kann durch Gene beeinflusst sein, durch irgendwelche Umstände. Aber in dem Moment, wo ich weiß, was mich bisher unbewusst beeinflusst hat, determiniert es mich nicht mehr. Das ist genau die Freiheit. In dem Moment kann ich dazu Stellung nehmen, also ganz hier in dem kantischen Sinne, da bin ich wieder frei, weil dann sehe ich, dass mir das gegeben ist und jetzt kann ich mich dazu stellen. Also kann meinen Freiraum, kann meine Selbstbestimmung verbessern. Also da ist das, natürlich leistet Naturwissenschaft, Biologie, Sozialwissenschaft, wenn sie einfach gemäß nach naturwissenschaftlichen Methoden erfolgte, Neurowissenschaft, Aufklärung in dem Sinne, dass sie Faktoren offenlegt, die unser Denken und Handeln beeinflussen und es oft unbewusst beeinflussen. Aber in dem Moment, wo sie diese Faktoren offenlegen, sind wir frei, werden wir frei, zu diesen Faktoren Stellung zu beziehen
und uns dazu in ein Verhältnis zu setzen, sie zu überwinden. Und daraus folgt auch, also aus der Freiheit folgen Freiheitsrechte oder Grundrechte, die Abwehrrechte sind gegen ungewollte äußere Eingriffe in ihre Lebensführung, die bedürfen keiner wissenschaftlichen Begründung. Und Wissenschaft könnte auch eine solche Begründung nicht geben, ganz einfach, weil es die Trennlinie zwischen Fakten und Normen gibt. Jetzt wage ich mich ein bisschen aus dem Fenster, weil Sie hier im Raum von Wirtschaft viel mehr verstehen als ich. Ich würde so sagen, wie der Preis im Markt, der ist ja auch etwas Objektives in dem Sinne, dass der nicht von mir oder von Ihnen, also er hängt nicht von einer bestimmten Person ab, wenn es einfach ohne Eingriffe an den Markt funktioniert. Der Preis als solcher ist nicht gerecht oder ungerecht, er hat keinen normativen Status. Es gibt nicht etwas, was der Preis sein soll. Er ist einfach ein Fakt. Und dieses Faktum dient jetzt als Orientierung. Ich richte meine Präferenzen daran aus, ich orientiere mich, aber ich bin frei, also wenn Preise gegeben sind, so sind wir noch ganz frei, was wir daraus für unser Handeln machen wollen. Es gibt uns einfach eine Orientierung. Und genauso ist es mit der Wissenschaft. Die Wissenschaft, die Fakten, die objektiven Fakten sind notwendig und die gemeinsame Basis von Fakten ist auch notwendig für unser Zusammenleben, denn nur dann kann ich beurteilen, wann liegt jetzt in konkreto ein Fall vor, wo jemand seine Freiheit überschreitet und einem anderen schadet und in dessen Lebensführung eingreift. Dazu muss ich mich auf Fakten stützen können. Und die Fakten müssen geteilt sein und müssen belegbar sein. Also klassisches Beispiel nicht, es raucht jemand, also Sie sitzen in einem vollen Zug oder Flugzeug oder möchten Ihr Essen genießen, es raucht jemand Ihnen gegenüber und wieso können Sie jetzt Beschwerde erheben und den bitten, nicht weil Rauchen irgendwie, also weil man das nicht tun soll oder so, das darf der tun, das kann im individuellen Fall sogar der Gesundheit förderlich sein, weil sonst jemand vielleicht Herzinfarkt wegen Übergewicht bekommen würde und das Rauchen verhindert das. Das ist überhaupt nicht, das hat als solches keinen normativen Status, aber ich kann dann sagen, es gibt dort ein Faktum, das ist belegt und deshalb müssen gewisse Schutzvorkehrungen oder Vereinbarungen getroffen werden, dass der eine rauchen kann und der andere dadurch nicht belästigt wird. Und um das zu beurteilen, wann ist so etwas berechtigt, brauche ich eine gemeinsame Grundlage von Fakten. Die liefert mir die Wissenschaft. Da ist wieder die, aber nur als Faktum, die hat als solches keinen normativen Status. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu Descartes zurück, sie tut etwas, nämlich sie schafft neue Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Also einmal, indem sie mich aufklärt über Faktoren, die mich beeinflussen. Durch den technischen Fortschritt habe ich Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Wie wir jetzt alle wissen, kann man auch Konferenzen online abhalten, Sitzungen. Und manchmal ist das gut und manchmal ist es nicht so gut. Aber das gibt uns dieses Instrument, das wir zur Verfügung haben, gibt uns die Freiheit, unser Leben also zu überlegen, wann wir reisen, wann wir nicht reisen, etc., so mit allem anderen. Aber der Zusammenhang ist kontingent. Jetzt kommt wieder, ich versuche immer rauszufinden, wo kommt jetzt dieser Scientismus rein? Und wieso kommt der so rein, dass die allermeisten Leute das nicht merken? Und auch die Leute, die, wenn ich ihnen, also das ist also meine Biografie der letzten Jahre, also wenn ich jemandem meine philosophischen Schriften vorlege, das letzte philosophische Buch heißt Wissenschaft und Freiheit, im Surkamp Verlag 2019 erschienen und ich schaue mir immer noch mal das Vorwort an, damit ich weiß, was ich selbst geschrieben habe. Meine Frau hat es auch noch mal durchgelesen und gesagt, ja, da steht ja alles drin. Ich habe dasselbe, also Sie haben das erwähnt, nicht das, das ist jetzt schon lange her, die Habilitation, über 20 Jahre und so. Da ging es auch um das Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften. Es steht da alles drin. Wieso ist es jetzt so, dass ich den Eindruck habe, ich sage immer nur dasselbe, was ich seit 20, 25 Jahren sage und die Leute, die das früher gelobt haben, sogar mich in Akademien aufgenommen haben, sind jetzt damit gar nicht mehr zufrieden. Also wo liegt der Fehler? Und dann rede ich mit Ihnen, die hier sind und so weiter. Und dann denke ich mir, dass es nicht ich bin, der irgendwie, oder jedenfalls sehe ich nicht die Gründe, dass ich jetzt irgendwie verrückt oder, also Sie kennen all das Vokabular, das eingesetzt wird, geworden bin, sondern da muss ein Versagen von Urteilskraft vorliegen.
Und jetzt ist die Frage, wie kommt das? Die Dinge liegen doch auf dem Tisch. Die liegen seit Descartes auf dem Tisch, seit Kant auf dem Tisch, seit Hayek auf dem Tisch, seit Popper auf dem Tisch. Und Popper ist Mainstream. Descartes ist lange zurück, ist umstritten. Hayek ist in der Philosophie manchmal auch umstritten. Ich denke einfach, weil da Propagandamittel eingesetzt werden, dass er ungerecht behandelt wird. Aber Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, die Logik der Forschung, das Elend des Historizismus ist Mainstream. Und da steht alles drin. Also die Frage ist jetzt, wie kommt es, dass dieser Scientismus, also dass alles das, was ich eben gesagt habe und dem theoretisch sicherlich eine ganze gelehrte Gesellschaft applaudieren würde und sagen würde, na, da haben Sie ja nichts Neues gesagt. Ja eben, wie kommt das, dass das alles über Bord geworfen wird? Also ein Weg ist, dass es da einen schmalen Grat, zwischen dem Wissenschaft schafft Möglichkeiten der Selbstbestimmung und der Versuchung zu sagen, ja, damit ihr ein selbstbestimmtes Leben führen könnt, müsst ihr jetzt der Wissenschaft folgen. Also aus dem, was kontingent ist, Angebote, Möglichkeiten, und wir sind völlig frei, wie wir uns dazu stellen, kann leicht werden, nein, ihr seid nicht völlig frei, sondern wir haben ja das Wissen und ihr müsst uns jetzt folgen und dann könnt ihr ein selbstbestimmtes Leben führen. Und jetzt ein Beispiel, wo uns das denn hinführt, nicht? Also das ist das, also das würde ich auch zunächst sagen, wenn es Impfstoffe gibt, Impfungen im Prinzip sind Teil der Erfolgsgeschichte der Wissenschaft, und auch wenn Impfstoffe zur Verfügung stehen und angenommen, sie sind sicher und sie sind effektiv, schafft das neue Freiheitsgrade. Sie können sich für oder gegen, Sie können sich das überlegen, ob Sie das machen wollen, und Sie haben damit eine Möglichkeit, mit Virenwellen umzugehen. So, und jetzt wird daraus gemacht, dass es nicht eine Möglichkeit ist, sondern dass Sie dem folgen sollen, nicht? Also man muss der Wissenschaft folgen und dann kann man wieder ein freies und selbstbestimmtes Leben führen. Und das ist vollkommen absurd. Das ist das Gegenteil der Wissenschaft. Also Follow the Science ist zutiefst antiwissenschaftlich, aus dem ganz einfachen Grund, dass Sie nicht Fakten folgen können. Sie können Regeln folgen, weil Regeln normativ sind. Also Sie können der Regel folgen, sich immer höflich auszudrücken, der Regel folge ich nicht, aber Sie können der Regel folgen, Ihre Steuern zu zahlen, auch wenn Sie die manchmal für unberechtigt halten. Sie können der Regel folgen, im vollen Zug älteren Personen Platz zu machen, etc. Sie können, aber dann folgen Sie diesen Regeln, weil dort eine Norm impliziert ist und Sie haben Gründe, diese Norm für gut und richtig zu halten, aber Sie können nicht Fakten folgen. Das macht keinen Sinn. Und hier haben Sie jetzt also die Geschichte, wie das umgedreht wird, also unter der Annahme, die ja durchaus sehr zweifelhaft ist, aber das ist jetzt nicht mein Gebiet, dazu was zu sagen, dass Impfstoffe sicher sind, dass also wirklich Aufklärung über Fakten da erfolgt ist, woran, wie gesagt, große Zweifel bestehen, schafft das einen neuen Freiheitsgrad. Hier wird vorgeschlagen, also wax the world, nicht? Also man soll zunächst, das ist jetzt, also eben habe ich die FAZ erwähnt, nicht? Und das ist, also man kann sagen, die FAZ ist in guter Gesellschaft insofern, dass einst seriöse Medien und Publikationsorgane ihre Seriosität verloren haben. Also Science ist halt, wie der Name schon sagt, mit Nature das Flaggschiff für die Wissenschaft, und da steht dieses Editorial Wax the World, und da steht drin, dass jetzt man die gesamte Weltbevölkerung regelmäßig in Impfung gegen das Coronavirus unterziehen soll und dann weiter, nicht, also auf die Weise die Pandemie zu beenden, ending the pandemic, will prepare us to face the ultimate test, climate crisis, okay? Also dann geht's gleich weiter. Und dass das die ultimate test ist, das glauben Sie hoffentlich selbst nicht. Also das Erschreckende daran ist, dass die Sache ad infinitum weitergehen kann. Also was ist da schiefgelaufen? Ich denke, da ist etwas schiefgelaufen, dass man so ausdrücken kann mit, also wir verlassen da Grundlagen, die das moderne Zeitalter charakterisieren, und wir gehen in etwas über, das postmodern ist, und zwar in die real existierende Postmoderne und die Anspielung darauf, also auf was sonst noch real existierend war und worunter das auch fällt oder wovon das eine neue Erscheinungsweise ist, ist natürlich beabsichtigt.
Also die Behauptung ist, mit der das eingefädelt wird, ist, dass sie durch ihr alltägliches Handeln andere gefährden. Also ihr alltägliches Handeln, wenn sie auf den Markt gehen und Gemüse kaufen, wenn sie ins Restaurant gehen, wenn sie in die Schule gehen, wenn sie sich hier treffen, wenn sie jemanden zu sich nach Hause einladen, um einen Geburtstag oder Weihnachten zu feiern und dort alle Familienmitglieder, alle Altersklassen einbeziehen, dann gefährden sie jemand anders. Wenn sie... Hier zum Frühstück gab es, glaube ich, auch schon Schinken und sowas. Also wenn Sie Fleisch essen, dann gefährden Sie auch andere Leute, weil Sie durch die Produktionsweise dazu beitragen, dass der Meeresspiegel so ansteigt, dass andere Menschen ihre Lebensweisen, also ihre Lebensgrundlage, wirklich die physikalische Grundlage verlieren, indem das Land verschwindet. Und wenn Sie einfach nur atmen, nehmen Sie natürlich anderen auch Sauerstoff weg. Und wenn Sie etwas sagen, was ich jetzt hier tue, dann kann es ja sein, dass Sie bewusst einfach die Geschichte der weißen Europäer von Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus fortsetzen. Und ich nehme an, also wenn hier im Raum jemand wäre, der mich darüber aufklären könnte, also wenn manche meiner Kollegen hier wären, würden Sie mich darüber aufklären, dass ich genau dieses getan habe, weil ich bisher... Wen habe ich zitiert? Descartes habe ich zitiert, Kant habe ich zitiert, Hayek habe ich zitiert, Popper habe ich zitiert. Alles weiße Europäer. Da haben wir es doch. So einen Vortrag darf ich nicht halten. Weil ich unbewusst durch mein alltägliches Handeln, also durch meine alltägliche Weise, Vorträge zu halten, zwar jetzt niemanden direkt gefährde hoffentlich, aber einfach die imperialistische, rassistische und weiß ich was jetzt das Vokabular ist, Geschichte der westlichen Welt fortsetze. Und das darf nicht sein. Also es wird hier umgekehrt, die Beweislast. Es muss nicht mehr konkret nachgewiesen werden, wie jetzt in dem Beispiel Rauchen oder so, dass jemand durch Handlungen, die er freiwillig, bewusst, absichtlich tut, in irgendeiner Weise andere gefährdet, sondern einfach durch seine bloße Existenz, dadurch, dass er einfach, dem Wittgenstein ist das Wort Lebensform, das finde ich schön von Wittgenstein, dass er seinen normalen Lebensformen nachgeht, andere gefährdet. Und dieses Narrativ findet offenbar Anklang. Und postmodern ist daran zunächst, dass es postfaktisch ist. Also die Fakten im Sinne der jetzt objektiven, methodischer Skeptizismus, bestätigbaren Fakten habe ich nicht gefunden. Und das kann sein, das haben mir dann eben Leute geschrieben, auch eben zu sagen, ich würde Fake News verbreiten und da vorzugehen. Dann hat meine Reaktion, bitte zeigen Sie mir das. Es kann ja sein, dass ich mich irre, welche Fakten übersehe ich. Und dann, das hat sich bisher jedenfalls nie erwiesen, dass ich da Fakten übersehen habe. Und deshalb ist meine Diagnose, das ist ein Versuch, ein gezielter Versuch, alltägliche bestehende Lebensformen zu zerstören, um eben dann Macht ausüben zu können. Also um Wissenschaft als Waffe einzusetzen, um das Leben der Menschen zu regulieren, und zwar so zu regulieren oder unter dem Namen zu regulieren, dass man sich zunächst dem fügen oder dem folgen müsste, was die Wissenschaft sagt, um dann wieder frei zu sein. Nicht? Also sie impfen sich und dann sind sie frei. Sie führen wie nicht, also diese Geste, also 3 oder 2 oder 2B plus oder was es war, dann sind sie auch wieder frei, dann dürfen sie in ein Restaurant oder Theater oder jetzt auf das Sommerfest der Charité oder so etwas gehen. Und das ist natürlich, also das ist, es ist vieles Absurdes gesagt worden in den letzten 2 Jahren. Und so ziemlich das Absurdeste, finde ich, ist die Idee, dass sie Freiheit gewinnen, dass sie Freiheitsrechte bekommen, unter der Bedingung, dass sie in ihrem Handeln sich konform zu etwas verhalten, das ihnen angebliche Wissenschaft vorgibt. Es ist vollkommen absurd, weil es das Verhältnis natürlich umkehrt. Wie vorher gesagt, Freiheitsrechte haben sie allein Kraft dessen, dass sie denken und handeln können. Und dass man nach Gründen für ihr Handeln fragen kann und eben dann entsprechend sagen kann, dass bestimmte Handlungsweisen Übergriffe in die Freiheit anderer darstellen. Aber sie haben Freiheitsrechte nicht
dadurch, dass die ihnen von irgendeiner Autorität, sei es Religion, Wissenschaft, Staat, verliehen werden könnte, weil dann sind es keine Rechte mehr. Also Rechte hätte ich hier in Anführungsstriche setzen müssen. Es sind Belohnungen für Konformität. Also das Ganze wird so in ein, so in eine Mogelpackung getan, wo man zunächst durchaus bewährte wissenschaftliche Instrumente nimmt, nämlich Statistik, Modelle, Funktionalismus und so weiter, die anwendet auf Gebiete, wo sie überhaupt keine, wo sie überhaupt nichts mehr zu tun haben, aber dadurch sieht das zunächst einmal wissenschaftlich aus. Also mir haben auch viele Kollegen gesagt, ja, wir haben doch das ausgerechnet, was dann passiert. Und ich habe gesagt, ja, ihr habt Unsinn gemacht. Weil beispielsweise, wenn jemand mir ausrechnet, dass Viren sich exponentiell verbreiten, ist natürlich meine erste Reaktion, ja, in dem Moment, wo sie mir die Information geben, dass ein Virus sich verbreitet, passt doch jeder seine Handlungsweisen an, entsprechend seinem eigenen Risikoprofil, und passt auch auf, dass er nicht andere, die ein anderes Risikoprofil haben, gefährdet. Und damit ist das Ganze erledigt, weil damit gibt es keinen exponentiellen Anstieg, der die Krankenhäuser zum Überlasten, jedenfalls nicht bei der Faktenlage, womit wir es zu tun haben. Genauso genauso könnte ich, aber das kommt nachher, die Energiedebatte, also das könnte man jetzt genauso darauf übertragen, ja, was ist geschehen? Zunächst hat man Holz verbrannt, dann hat man Kohle verbrannt, dann hatte man Atomenergie, und wodurch zeichnen sich diese Energiequellen aus? Ja, dass sie effizienter werden, und ihr effizienter werden heißt, dass sie umweltschonender werden. Wenn Sie die jetzt abschalten, geht es wieder zurück zum Holz. Also da muss jeder in den Wald gehen und seinen Kamin anwerfen, um Wärme zu haben. Also das kann nicht, dass die Idee, dass es dort eine faktische Grundlage geben könnte, ist falsch. Die Idee, dass Wissenschaft in irgendeiner Weise etwas vorgeben könnte, unter dessen Bedingungen sie dann Rechte bekommen, ist pervers, würde ich sagen. Entschuldigung für das Wort, aber es ist zutiefst antiwissenschaftlich. Und was macht das jetzt spezifisch postmodern? Ja, das Postfaktische und die Sache, dass, und das macht es auch so gefährlich, dass wir es nicht mehr mit großen Narrativen zu tun haben. Nicht? Also Richard Rorty charakterisiert die Postmoderne das Ende der großen Erzählung. Nicht? Also der Kommunismus, der Nationalsozialismus sind große Erzählungen. Man schafft man postuliert ein absolutes Gut, auf das die Geschichte zusteuern soll, klassenfreie oder rassenreine Gesellschaft, und auf das wird alles hingesteuert. Und wenn dieses absolute Gut zusammenbricht, dann ist fertig. Und leider hat es sehr lange gedauert und sehr viele Opfer gefordert, bis dieses absolute Gut zusammenbrach. In der Postmoderne haben sie kleine Narrative, kleine relative Güter, also was als Gesundheitsschutz präsentiert wird, als Klimaschutz präsentiert wird, als Schutz von Minderheiten präsentiert wird, etc. Das ist ja alles, also die als Idee völlig in Ordnung, aber es wird so präsentiert, dass dann, wenn dieses Narrativ es herrscht, es genauso totalitär ist wie die großen Narrative, weil es eine umfassende Regelung des Handelns impliziert und weil es die Grenze zwischen faktischem und normativen überschreitet. Auch in den großen Narrativen spielte immer Wissenschaft eine Rolle. Es war immer die Idee, dass die Naturgesetze, scientistische Idee, auf ein Ziel der Geschichte zusteuern, klassenfreie oder rassenreine Gesellschaft, und dann das entsprechend wissenschaftlich umgesetzt werden muss mit der entsprechenden Konsequenz, die wir auch, und die haben wir eben auch wieder erlebt. Also es ist genauso totalitär, aber es ist willkürlich, welches Narrativ Sie nehmen. Also das ist eine reine Machtfrage. Das ist auch wieder das, was die Postmoderne charakterisiert. In dem Moment, wo Vernunft als Mittel, der Einsatz von Vernunft als Mittel zur Begrenzung von Macht entfällt, bleibt nur reine Machtausübung. Und es ist eine Frage, welche Personen, welche Gruppen, welche Interessengruppen ihre Ansprüche durchsetzen und die Macht haben, das allen anderen aufdrücken zu können. Mehr ist da nicht, weil eben die Vernunft entfällt. Und das ist dann nicht so, dass, wenn die Vernunft entfällt, jeder in seiner eigenen Realität lebt, weil das geht sozial nicht, sondern einfach, wer der Stärkere ist,
setzt sich durch. Und der Stärkere ist halt, also wer entsprechend die Medien beeinflussen kann, die Wissenschaftler auf seine Seite ziehen kann, etc. Und das Gefährliche ist jetzt, wie man jetzt sieht, man kann einfach ein Narrativ an das nächste rein, wie Sie hier sehr schön sehen, was Follow the Science heißt, nicht? Zuerst die ganze Welt mit Impfungen und mit Impfungen unterziehen, die bisher nur eine Bedingung, also die überhaupt nicht, wo wir überhaupt nicht nach den Methoden der Wissenschaft eine Bestätigung für die Wirksamkeit und Ungefährlichkeit haben. Danach mit dem Klima weitergehen und wie Sie jetzt wissen, man kann ja beliebiges aneinander rein. Also man kann immer so, wenn das eine Narrativ eben mal gerade, also Corona können Sie jetzt niemand mehr hinterm Ofen hervorholen, dann haben Sie halt Klima oder Krieg oder Rassismus oder was noch kommen mag. Sie können eins an das andere beliebig aneinander rein. Und das ist eine reine Machtfrage. Und es spielt hier, wie Sie sehen, wenn Sie den Artikel lesen, die Frage, ob die Menschen sich impfen lassen wollen, also dass die Freiheit haben, dass die denken können, dass die Überlegungen anstellen können, die kommt nicht vor. Das gibt es nicht. Das ist, der Wissenschaftler hat es, der hat das richtige Bewusstsein, kommt Ihnen auch irgendwie bekannt vor, hoffe ich. Nicht? Und der, dadurch ist er, weil er das richtige Klassenbewusstsein, nicht, dass es ja auch eine Klasse hat, berechtigt, die Gesellschaft zu steuern, die anderen einzuspannen. Und das ist natürlich erstmal also sehr, der richtigen Klasse anzugehören, ist ja was Schönes, nicht? Also das kann auch psychologisch, schafft das ja, und auch materiell, eben wenn Sie das entsprechende, die entsprechende Industrie haben oder die Produkte herstellen können, es schafft das ja durchaus Anreize, so funktioniert das System. Aber es zerstört natürlich sowohl die Wissenschaft als auch den Rechtsstaat. Es zerstört die Wissenschaft dadurch, dass die Fakten normativ aufgeladen werden müssen, das sehen Sie hier, wenn Sie das lesen, normativ moralisierend aufgeladene Fakten, die dann auch nicht mehr in Frage gestellt werden können. Also Sie schalten, Follow the Science muss Wissenschaft ausschalten. Anders kann es nicht Follow sein. Weil Wissenschaft heißt Kritik, kritischer Geist, hinterfragen. Und dann kann man zu bestätigten Erkenntnissen kommen, aber die bestätigten Erkenntnisse sind dann bloße Fakten und aus denen folgt exakt gar nichts. Also das zerstört die Wissenschaft und es zerstört den Rechtsstaat, weil es diese pervertierte Wissenschaft über die Grundrechte setzt. Und dann das, was einst Grundrechte waren, als Belohnung für konformes Handeln gibt. Und damit sind es keine Rechte mehr. Damit ist es wie im absolutistischen Staat des Königs von Gottes Gnaden. Sie bekommen Privilegien, wenn sie mitspielen. Aber das hat eben mit dem neuzeitlichen Rechtsstaat nichts zu tun. Also, was ist da los? Letzter, jetzt sollte ich langsam zum Schluss kommen und ich kann mir jetzt nicht anders helfen, als wieder Kant zu lesen. Das würde ich Ihnen auch allen empfehlen. Was ist Aufklärung von 1784? Das ist ein kurzer Aufsatz, 5-6 Seiten. Also das kann man wirklich lesen. Und der fängt an da mit der Beantwortung dieser Frage, dass Aufklärung der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ist. Und im Kontext 1784 ist das die Religion, die Vorgaben macht. Und wenn Sie den Aufsatz jetzt lesen, also das würde ich, wenn wir jetzt hier in der Universität in einem Seminar wären, bekämen Sie jetzt als Hausaufgabe, den Aufsatz zu lesen und immer dann, wenn Kant von Religion spricht, Religion durch Wissenschaft zu ersetzen und immer dann, wenn er von Vormündern spricht, das durch Experten zu ersetzen. Und die Aufgabe wäre dann, finden Sie einen Unterschied zur heutigen Zeit. Meine Behauptung wäre, Sie finden keinen Unterschied. Und dann sagt Kant, dass 1784 wir nicht in einem aufgeklärten Zeitalter leben, aber immerhin in einem Zeitalter der Aufklärung, also die Aufklärung im Gange ist und sie uns, also so jedenfalls Kants Hoffnung im Jahre 2022, davon war Kant überzeugt, dann sind wir wirklich in einem Zeitalter der Aufklärung. Aber das sind wir nicht. Ich kann zu dem heutigen Zeitalter nicht mehr sagen, dass wir ein aufgeklärtes Zeitalter sind, sondern wir verlieren gerade das, was die Moderne kennzeichnet, nämlich den Einsatz von Vernunft als Instrument, Vernunft ist ein Instrument, zur Begrenzung von Machtausübung. In der Wissenschaft müssen Sie, zählt nicht Autorität, zählt nicht die richtige Einstellung oder irgendwie sowas, sondern es zählt alleine, dass Sie Fakten haben, die Sie belegen können, die Kritik standhalten können. Und im Rechtsstaat zählt eben auch, dass sie Grundrechte haben und die Grundrechte aller respektieren. Und das, was die Moderne charakterisiert, das ist das, was Kant im Auge hat, da führt uns die Aufklärung hin. Das haben wir leider
jetzt in der Postmoderne wieder ersetzt durch eine Religion. Und wir haben es wirklich mit einer Religion zu tun. Also diese Masken, das sind Symbole eines religiösen Kultes. Also wenn Sie damit rumlaufen, bekennen Sie sich zu dem Kult. Sie durch diese Zertifikate, durch Ihre Impfpässe, waschen Sie sich rein von der Sünde, dass Sie unbeabsichtigt andere gefährden könnten. Also Sie zeigen dadurch, oder allgemein kann ich das jetzt sagen, das Sozialkreditsystem, das auch nach Europa kommt, in Bologna wird es jetzt ausprobiert, das ist der Ablasshandel. Sie waschen sich rein von ihren Sünden und das ist eine Religion, weil dahinter steht auch genau wieder die Idee, einen neuen Menschen zu schaffen, einen in diesem Fall sündenfreien Menschen, der sündenfrei dadurch ist, dass er keine Viren mehr verbreitet, dass er die Umwelt nicht mehr, ich weiß nicht, wie das gehen soll, Energie produzieren, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen, aber ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, keine Viren zu verbreiten. Aber anyway, das ist die Idee dahinter. Es ist ein religiöser Fanatismus, also die Idee, dass sie einen anderen Menschen schaffen können. Und das ist auch wieder das, was es gemeinsam hat mit den früheren totalitären Ideologien, die Idee, den Menschen nicht so zu nehmen, wie wir nun mal alle sind und zu schauen, dass man in kleinen Schritten das besser machen kann und dafür hat man Wissenschaft und Rechtsstaat, sondern einen neuen Menschen zu schaffen. Und natürlich geht das nur über Zerstörung der bisherigen Lebensform. Das ist das, was wir sehen. Der Effekt von all diesen kleinen Narrativen, sei es Corona, Klima, Krieg etc., ist, dass hier die herkömmlichen Lebensformen zerstört werden. Das kennen wir auch aus dem Kommunismus. Das muss zunächst getan werden. Und dann ist die verrückte, wirklich wörtlich verrückte Idee dahinter, dass wenn das einmal zerstört ist und dann halt mit weniger Menschen, erinnern Sie sich an die Roten Khmer in Kambodscha, die haben, also das muss ich jetzt leider zur Unehre meiner Zunft sagen, in Dieu Sampin und so weiter, die haben in Paris Philosophie studiert in den 50er Jahren bei Leuten, religiöse Fanatiker waren und haben dann diesen Steinzeitkommunismus in Kambodscha umgesetzt, sodass dann selbst die Invasion von Vietnam, den siegreichen Nordvietnam in Kambodscha für die Bevölkerung ein Segen war, nämlich zumindest von diesen philosophisch verrückten Steinzeitkommunisten, die ungefähr, ich glaube, 6 Millionen Einwohner und 1 Million hatten sie geschafft, auszurotten, zu befreien. Also das Programm, einen neuen Menschen zu schaffen, geht nur auf der Grundlage der Zerstörung des bisher existierenden Menschen. Und das ist genau das, was Sie sehen. Und dass dann irgendetwas Neues dabei herauskommen sollte, das ist natürlich eine Fiktion. Also wie kommen wir da wieder raus? Und ich würde jetzt sagen, also es geht nicht um, das ist das Verführerische an diesen kleinen Narrativen, dass eine faktische Grundlage da ist, diese faktische Grundlage unter Ausschaltung der Urteilskraft, nicht, also das Einsatz von Urteilskraft wäre jetzt diesen Fakt, also Fakt eines neuen Virus, Fakt Klimaveränderung, Fakt, dass Formen des Rassismus auch angetrieben vom Westen vorgekommen sind, wobei ich da natürlich sofort in Klammern hinzufügen würde, das aufgeklärte England hatte, war es, dass die Sklaverei, die vorher in allen Kulturen existierte, abgeschafft hatte, auch gegen seine eigenen wirtschaftlichen Interessen das dann durchgesetzt hat. Also wenn uns etwas weitergebracht hat in Abschaffung von Ungerechtigkeiten, dann war es die Aufklärung, aber Klammer zu. Also die Frage, was hier geschieht, ist jetzt nicht einfach, dass man irgendwelche neuartigen Fakten hat, mit denen man umgehen muss und dass man jetzt einfach immer mal die Masken tragen muss, impfen muss und so weiter und dann kommen wir wieder raus und sind wieder frei, bla bla, und jetzt irgendwie alle Energiequellen abschalten muss, aber dann sind wir auch irgendwie wieder im Einklang mit der Natur, bla bla, sondern das ist ein tiefgreifender Wandel. Es zerstört und es ersetzt das, was die Moderne charakterisiert, Einsatz von Vernunft zur Begrenzung von Macht durch reine Machtausübung. Und es führt uns, um jetzt zum Abschluss auf Descartes zurückzukommen, nicht noch einmal dieses Zitat, nous rendre comme maître et possesseur de la nature, uns zu Herren der Natur zu machen, uns über die Natur zu erheben, dadurch Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben zu gewinnen. Es bricht diesen Weg ab. Und es führt uns daran zurück.
Das ist das. Das ist dann auch die Frage, ist jetzt die Moderne gescheitert, weil Sie mir natürlich sagen können, ich übertreibe jetzt, also das Ideal, das Kant vorschwebte, hat es natürlich so nie gegeben. Im 19. Jahrhundert gab es Liberalismus, aber vermischt mit Nationalismus und das hat zum Ersten Weltkrieg geführt etc., also in der Reinform. Es ist nie gelaufen, aber es könnte so laufen. Und das ist keine zwingende Entwicklung, weil die Sache ja einfach ist. Sie brauchen kein Expertenwissen. Also um diese Blendwerke und Narrative zu durchschauen, brauchen Sie minimal Urteilskraft, ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und dann brauchen Sie das, was Kant sagt. Sie brauchen den Mut, Ihren eigenen Verstand zu bedienen und den Mut, einfach diese Experten, die sogenannten Experten, Vormünder, genau wie die Religiösen, Entschuldigung, stehen zu lassen. Also es ist einfach... Das stimmt nicht, was die sagen. Sie brauchen den Mut, ihr eigenes Urteil zu fällen. Und das können sie. Sie dürfen sich nicht einschüchtern lassen. Und Kant sagt, der Weg zur Aufklärung besteht darin, dass in dem, was er privaten, also privé im Sinne von eingeschränkten Gebrauch der Vernunft sind, sie sich natürlich an Regeln halten müssen. Regeln, die in einem Arbeitsverhältnis bestehen, Regeln, die in gesellschaftlichen Kontexten bestehen, also die kennen Sie alle, Abstandsmasken, Regeln und so weiter. Also insofern man durch bestimmte vertragliche Verhältnisse eingeschränkt ist, muss man sich an die Regeln halten, die da bestehen. Aber der öffentliche Gebrauch der Vernunft ist immer frei und muss immer frei sein. Und in dem Moment, wo der öffentliche Gebrauch der Vernunft eingeschränkt wird, haben Sie auch nach Kant das Recht aufzuschreien. Der öffentliche Gebrauch der Vernunft meint einfach Ihr eigener freier Vernunftgebrauch. Sie können sich außerhalb der eine Perspektive außerhalb der jeweiligen Abhängigkeitsverhältnisse einnehmen. Das können Sie immer. Und diese kritisieren und Verbesserungsvorschläge machen. Und das ist nach Kant der einzige Weg zur Aufklärung. Also die Frage jetzt, wie kommen wir wieder zurück in das Zeitalter der Aufklärung? Ich denke, nur dadurch, dass genügend Menschen sich nicht einschüchtern lassen, nur dadurch, dass genügend Menschen bereit sind, ihren Verstand zu gebrauchen, dafür einzustehen und zu sagen, was los ist, das zu kritisieren, Verbesserungsvorschläge zu machen, ich kann schief liegen mit meiner Diagnose etc. Aber das Einzige, wie wir Fortschritt machen können, ist, dass der öffentliche Gebrauch der Vernunft, dass der öffentliche Diskurs, der Diskurs über Ideen und Wege, also jedenfalls für Intellektuelle wie mich, immer frei sein muss. Und es erfordert nicht mehr, als dass genügend Menschen den Mut haben, ihren Verstand zu gebrauchen. Also um mit Hayek zu schließen, mit Popper zu schließen, die Geschichte ist nicht vorgegeben. Der Weg, der jetzt läuft, der muss nicht so weitergehen. Der muss uns nicht in diese real existierende Postmoderne hineinführen. Das liegt an uns und das lag immer an uns. Also es liegt daran, dass genügend Menschen, also ich kann Sie nur auffordern, haben Sie den Mut, Ihren Verstand zu gebrauchen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Also was meinen Bereich betrifft, was Ihnen dort als Wissenschaft verkauft wird, ist religiöser Fanatismus und exakt das Gegenteil von Wissenschaft. Und das können Sie auch sagen. Und Sie können sich immer Ihr Urteil bilden. Sie können das zur Diskussion stellen, nicht rechthaberisch, einfach Diskussion stellen. Wenn Sie Argumente haben, dann muss die andere Seite auch Argumente bringen. Und das ist der einzige Weg, um Fortschritt zu erreichen. Also letztlich bin ich doch Optimist, weil ich glaube, dass wenn nur genügend Menschen wahrnehmen, was da geschieht, wenn nur genügend Menschen wahrnehmen, dass ihre Lebensweise, die Lebensform dort bewusst zerstört wird, um Macht über sie auszuüben und dass es eben nicht darum geht, es geht nicht um die Mündigkeit qua Mündigkeit, es geht um den Weg der Neuzeit, der in den letzten 400 Jahren uns einen gewaltigen Gewinn an Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, einen gewaltigen Gewinn an durch den wissenschaftlichen, an technologischen, medizinischen, wirtschaftlichen und vor allem auch sozialen Fortschritt gebracht hat. Es geht darum, dass wir nicht zulassen sollten, dass dieser Weg abgeschnitten wird. Und das ist das, was jetzt geschieht. Dieser Weg wird abgeschnitten und dagegen können wir uns wehren. Das ist nicht
irgendwie vorgegeben. Und auch jede einzelne Stimme kann etwas bewirken. Also insofern bleibe ich Optimist und hoffe auf Ihre Kooperation. Also haben Sie den Mut, Ihren Verstand zu gebrauchen, und dann wird die Welt besser werden. Danke.